Björn, Angst hatte ich. Wovor? Ja, in der Nacht. Wovor? Ja, hast du es nicht gehört? Wolf. Vom Donnerwetter. Welches Donnerwetter? Das Donnerwetter im Zillertal. Welches Donnerwetter? Ich habe keins gehört. Guck's dir an, ich hab's gefilmt, das Donnerwetter. Na dann, ja. Zeig mal. Alter, wo warst du denn? Auf meinem Balkon saß Und da war so ein Feuerwerk? Da war ein Feuerwerk vor meiner Tür. Nicht schlecht, wenn das der schon gesehen hat, dann ist er ganz schnell wieder weg. Also. Dem stehen die Haare zu Berge. Oh, war der schlecht. Oh, Lena. Der kommt direkt nach Ching Chang Chong. Der kommt genau danach. Oh. Komm, lass uns ernsthaft weitermachen. War nämlich ein interessanter Tag mit Thaïs haben wir gelernt. Thaïs hat er uns selbst gesagt. Er hat das erste Mal vor uns Medienvertretern gesprochen. Es war ein sehr, sehr nettes Gespräch, wie ich fand. Ein ganz, ganz angenehmer Typ, der Neuzugang. Ja. War auch wirklich toll. Ich meine, macht das ja nicht erst seit gestern und habe schon so ein paar erlebt. Der ist 20 Jahre alt, der kommt von Manchester United. Der ist da jetzt auch nicht jede Woche vor der Kamera gewesen und interviewt worden, weil so interessant war der für die da auch nicht. Und er hat das gemacht. Ja, mach ich einfach, mach ich gerne, freundlich angekommen. Auf alle Fragen eine Antwort gehabt. Gut, man musste besonders gut hinhören, weil mit seinem Manchester-Englisch war eine Herausforderung. Aber vielleicht hören wir einfach mal ganz kurz rein. Ja, vor allem vielleicht, was er zu seinen Haaren gesagt hat. Habe ich da nicht eine total geile... Das war die Frage aller Fragen, Björn. Ja? My daughters would like to know, how long do you need for your hair in the morning? So now it's tied back, so which is easy. I take five minutes, it's done straight away, tied back. When it's loose, then maybe a tiny bit longer, then maybe a 10 minutes, 15 minutes. Sorry, dass ich da meine Töchter wieder mit reinziehen musste, aber, aber die haben mich das wirklich gefragt, sag ich mal so. Aber jetzt müssen wir noch eins zeigen, ne? Ja. Was ist dir so aufgefallen? Was fandst du so am besten? Ich bin schon jetzt ein ganz, ganz, ganz großer Fan von seiner Fröhlichkeit, wenn er lacht. Wenn er lacht, wenn so Thaïs Chong lacht, kann man nur mitlachen. Ja. Bitte. Yeah. 16 Minuten lang Thaïs Chong. Ja, er hat wirklich viel erzählt. Guckt es euch gerne an, deichstube.de. Und Björn, du hast noch eine ganz tolle Geschichte ausgegramt. Ja, vor dem Gespräch mit Chong habe ich mich ein bisschen vorbereitet und habe im Internet so gesucht, was hat er denn mal so erzählt? Ne? Ist das so Journalistenarbeit? Kennst du nicht? Ne? Ist mir klar. Und dann habe ich auf Manchesters Seite von Manchester United, die offizielle Seite, so eine Rubrik gefunden, wo Spieler beschreiben, wie sie überhaupt Fußballer geworden sind. Ja. Kann ich jedem nur empfehlen. Wir haben das mal ein bisschen abgekupfert, wie es so schön heißt. Du hast es abgeschrieben. Nein, wir haben das aufbereitet. Es ist wirklich krass. Journalistisch mal, aufbereitet. Ich habe es gelesen. Kann ich es empfehlen? Wirklich, es geht darum, wie er auf Curaçao, die Insel, die hat nur 160.000 Einwohner, wie er da zum Fußballspielen gekommen ist und wie er dann nach Holland gekommen ist. Also sehr zu empfehlen. Klick gerne vorbei, deichstube.de. Wir konnten Werder heute nicht auf dem Fußballplatz sehen, denn Werder hat eine Fahrradtour gemacht, was ja eigentlich schon Tradition ist, wa? Das heißt Tradition, dann fahren sie hier vom Mannschaftshotel, wo wir übrigens stehen, haben wir gar nicht gesagt, wo wir stehen, ne? Vor dem Mannschaftshotel. Vor Mannschaftshotel. Da ist Werder, ja. Da ist Werder. Da ist Werder versteckt, sie haben sich heute nicht gezeigt, sie sind hinter ihren Holzbalken. Sonst stehen die da auch alle. Sonst stehen die immer auf dem Balkon und winken den ganzen Tag. Oh, ja, noch schön. Ja. Also, sie haben eine Fahrradtour gemacht, Bilder seht ihr ja jetzt schon, war eine nette Ausfahrt. War eine nette Ausfahrt. War auch Regenerationseinheit, nennt man das, ja. So. Und ich habe dann später am Nachmittag meinen Betreuer gefragt, ja, sind denn alle wieder heil nach Hause gekommen? Dein Betreuer? Na, hier, Pieper, ist das nicht mein Betreuer? Ich bin gespannt, wenn wir ihn das nächste Mal treffen, was er zu dir sagen will. Aber gut, ja, hast ihn gefragt. Also, ja, man nennt ihn auch hier Medien. Er ist halt Leiter zuständig. Und Presse. Ja, also mein Betreuer. So, und der hat dann nämlich gesagt, als ich gefragt habe, sind alle wieder heil nach Hause. Keinen einzigen Termin kriegen wir hier mehr. Nichts mehr. Gar sind nichts denn mehr. Alle, jetzt lass mich mal ausreden. Ja. Sind denn alle wieder heil nach Hause gekommen? Hat er gesagt. Also ich denke, ich habe alle wieder im Hotel gesehen. Er hat sich so ein kleines Schlupfloch gelassen. Man nennt das Hintertür. Hintertür. Ja, weil er natürlich nie weiß, ob nicht doch noch was passiert ist. Aber wir gehen jetzt mal davon aus. Nein, alle haben diese alle Radtour. Sind, die sind ja jetzt auch nicht die Berge rauf und runter, sondern gerade diese auf. Richtung. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung. Ist auch wurscht. So, sind ein bisschen gerade. So, Regenerationseinheit war Rom. Genau, weil es gestern ein Testspiel gab.
Ein Testspiel, von dem keiner wusste, weil es ein geheimer, interner Test war. Hat ja Florian Kohfeldt schon angekündigt, er möchte ein internes Testspiel machen. Werder Bremen gegen Werder Bremen? Genau, das war jetzt am Sonntag dann der Fall. Ja. Und wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist. Wir wissen nur, dass es etwas entfernt war in Aschau. Wir sind ein paar Kilometer weg, damit wir nicht zugucken, keine Fans zugucken. Das muss man einfach auch mal respektieren. Tun wir auch, haben auch kein Problem. So. Deswegen war heute ein bisschen Erholung angesagt. Bisschen Erholung angesagt. Morgen wird es aber mit Sicherheit wieder auf den Platz gehen. Auf jeden Fall. Wann, wissen wir noch nicht. Das erfahren wir immer erst spät abends oder kurz davor oder wie auch immer. Weil man hier, das muss man nochmal klar sagen, wir haben immer noch Corona-Zeit. Und so ein bisschen passt man auf, dass nicht zu viele Fans vorbeischauen. So, Björn, und da kommt unser Zug. Wir müssen uns beeilen. Ja. Also, Janosch, wenn du da drauf. Nein, wir springen nicht drauf. Nein, wir springen nicht drauf. Ja. Nein, machen wir nicht. So. Alles Gute, alles, tschüss zusammen. Ja. Bis demnächst. Macht's gut, bis morgen. Ciao. Wir sehen uns wieder. Uns ist der Zug schon lange abgefahren, das sage ich dir. Für uns ist der Zug schon lange abgefahren. Aber richtig abgefahren. Ja, komm, wir machen trotzdem weiter. Morgen sind wir wieder da. Tschüss, komm. Tschüss, mach's gut. Komm.